Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute geht's ums Dipping Set. Ich habe ein wunderschönes neues Set zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank dafür noch einmal. So ein Dipping Set eignet sich für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, je nachdem, wie du gerne deine Nägel gestalten möchtest. Mit so einem Set kannst du wirklich wunderschöne Nägel gestalten und das Ganze hält wirklich wochenlang. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit Nagellack, der sofort wieder abblättert. Vor allem ist so ein Dipping Set richtig cool für Nägel, die man einfach richtig gut und fest verstärken möchte. Also bei mir hält das wirklich richtig, richtig gut. Das Ganze ist auch noch mal stärker als ein UV-Lack oder Shellack, je nachdem, wie du das Ganze so bezeichnen möchtest. Wenn du also auch etwas längere Nägel haben möchtest, dann ist das auch das Richtige für dich. Du kannst es natürlich auch mit kurzen Nägeln tragen, wie du gerne möchtest. Ich bin immer voll begeistert von so einem Dipping Set. Und das Set, was ich zugeschickt bekommen habe, ist von Du Nails. Das Ganze sieht wirklich auch super hochwertig aus. Die Farben, die hier drin sind, die durfte ich mir im Übrigen selbst aussuchen. Alles andere ist quasi ja dann immer gleich in jedem Set. Die Farben, wie gesagt, konnte ich selbst bestimmen. Auch richtig cool. Und die ganzen Produkte sind, wie gesagt, auch super hochwertig. Ich zeige dir natürlich gleich noch, wie einfach die Anwendung ist und wie alles so aussieht, funktioniert. Und ja, ich zeige dir das auch in der Nahaufnahme. Also du wirst alles gleich ganz ausführlich sehen. Also bleib dran, wenn du das Ganze auch selber mal testen möchtest. Und die große Frage danach, wie bekomme ich denn diese tollen Nägel aber wieder ab, wenn ich sie einfach nicht mehr haben möchte oder wenn das Ganze eben auch einfach rausgewachsen ist und ich das Ganze neu gestalten möchte. Da hat mir Du Nails auch dieses wunderschöne Set hier zugeschickt. Damit bekommt man das auch super easy und einfach wieder ab. Ich zeige dir heute also, wie das Ganze so aussieht, funktioniert, also die komplette Anwendung. Und du siehst aber auch unter anderem, wie du das Ganze wieder ablösen kannst. Im Set enthalten ist eine Feile, ein Pinsel, ein Manikürstab, dann hast du hier die Fläschchen mit einem Basecoat, Aktivator, Topcoat und einen Brush Saver. Außerdem bekommst du noch zwei Ersatzpinsel und hier unten siehst du die Dipping Powder, einen Base Powder und vier verschiedene Farben, die du dir selbst aussuchen kannst. Ich starte mit der Nagelhaut, die werde ich gründlich zurückschieben und auch noch entfernen. Mit der Feile kann ich meine Nägel jetzt noch optimal zurechtfeilen. Ich finde die auch wunderschön, die ist auch sehr stark, du siehst hier, die ist wirklich auch griffig. Und wie gesagt, ich feile meine Nägel damit jetzt noch zurecht. Sie hat eine grobe Seite und eine nicht so grobe Seite. Mit der nicht so groben Seite kannst du dann noch die Nageloberfläche anrauen. Somit hast du eine optimale Haftung. Um den Feilstab zu entfernen, benutze ich auch noch diesen wunderschönen Pinsel. Der ist richtig schön weich und fluffig. Der eignet sich wirklich sehr gut, um die Nägel und Hände gut zu entstauben. Ich starte jetzt mit dem Basecoat und du siehst, hier steht auch Nummer 1 drauf. Somit kann man auch nichts falsch machen. Das Powder solltest du dir auch gleich zurechtstellen, damit du dann auch direkt hineindippen kannst. Einmal das Base Powder und dann noch die Farben. Und los geht's! Ich trage jetzt eine dünne Schicht von dem Basecoat auf. Hierbei sollte man wirklich darauf achten, an den Seiten gut Platz zu lassen, damit dann später nichts reißt oder abplatzt. Und danach wird auch direkt in das Powder gedippt.
Beim Basecoat auftragen solltest du ein wenig zügig auftragen, damit er nicht so schnell fest wird. Hetzen musst du nicht, aber wie gesagt, ein wenig zügig arbeiten. Mit dem noch nassen Nagel wird dann in das Powder gedippt, so ein bisschen in Schräglage, sag ich mal, und ich verweile dann ganz kurz in dem Powder, bis ich den Nagel dann wieder herausziehe und leicht abklopfe. So schaut mein Nagel jetzt aus mit dem Powder. Ich warte immer noch ein paar Sekunden, bis ich das Ganze dann abpinsle. Weiter geht's mit der nächsten Schicht, nachdem der Nagel gut abgepinselt wurde. Das ist sehr, sehr wichtig, damit euch die Pinsel nicht verkleben. Jetzt gebe ich noch eine weitere Schicht von dem Basecoat auf und dippe danach in mein ausgewähltes farbiges Powder. Auch hier verweile ich kurz in dem Powder, bevor ich den Finger wieder herausziehe, abklopfe und gut abpinsle. So schaut mein Nagel jetzt aus und das Ganze ist auch nicht zu dick geworden. Ich finde nämlich so, bei Dipping Powder hat man manchmal so ein bisschen das Problem, dass es ein wenig dick wird. Hier muss ich sagen, das Powder ist wirklich wunderschön, nicht zu dick und du siehst, wie mein Nagel ausschaut. Wirklich ganz, ganz toll und super deckend schon mit einer Schicht, muss ich sagen. Jedenfalls hier bei diesem Farbton. Hier siehst du noch einen weiteren Tipp, wie ich den Pinsel abstreife. Ich mache das im Flaschenhals quasi, nicht so am Rand, damit mir das Fläschchen einfach nicht verklebt. Und jetzt gehe ich wieder auf dem Nagel, trage den Basecoat auf und dippe danach wieder in mein ausgewähltes farbiges Powder. Auch das nächste Powder sieht wunderschön aus von der Farbgebung her. Ich möchte das Ganze allerdings noch ein bisschen deckender haben und werde hier noch ein zweites Mal dippen. Nach dem zweiten Mal Dipping Powder schaut der Nagel jetzt so aus. Ich finde das jetzt super, mir reicht das optimal aus. Und mit den anderen Nägeln fahre ich jetzt natürlich auch genauso fort eine Schicht Basecoat und in das Powder dippen. Alle Nägel werden jetzt von mir noch einmal gut abgepinselt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, damit einfach kein Pinsel verunreinigt wird. Jetzt geht's auch schon weiter. Ich trage den Aktivator auf. Der sorgt dafür, dass wirklich alles nochmal gut durchhärtet. Nachdem dann der Aktivator gut eingezogen ist, ist wie gesagt das Material richtig gut getrocknet und jetzt kann ich noch einmal feilen, insofern ich das möchte oder mir vielleicht irgendwo was an die Seiten rangerutscht ist. Du siehst, ich gehe hier bloß mit der Feile nochmal vorsichtig lang, damit wirklich alles schön ordentlich und sauber ist. Im letzten Schritt wird einfach nur noch der Topcoat aufgetragen, also die Nummer 3. Wie du siehst, wirklich auf dem kompletten Nagel. Hier wieder auch ein wenig zügig arbeiten. Der Topcoat, finde ich, glänzt auch wirklich wunderschön und schützt die Nägel optimal. Kommen wir jetzt zum Entfernen. Ich trage das Ganze jetzt seit 2 Wochen. Du siehst, hier ist schon so eine kleine Lücke entstanden. Ich könnte das Ganze auch locker noch 2 Wochen tragen. Ich möchte dir jetzt aber zeigen, wie einfach das geht, das Ganze auch wieder zu entfernen.
Zuerst nehme ich mir wieder die Handfeile und raue quasi die oberste Schicht, also den Topcoat an. Du siehst, wie das Ganze hier aussieht, also wirklich einmal die komplette Schicht gut anrauen. Der Feilstab wird einmal abgepinselt. Das Entferner-Set enthält 200 Remover-Pads und 10 Clips. Hier nehme ich mir jetzt ein Pad pro Nagel. Ich öffne das Ganze oben. Du siehst, wie das hier aussieht. Und hier liegt dieses weiße Pad drin. Das muss auf den Nagel drauf. Und ich kann meinen Finger quasi in diese Packung hier reinstecken. Das ist nämlich richtig cool. Kann man quasi alles gleich benutzen. Und dann wird das Ganze einmal quasi um den Nagel rum gewickelt. Du siehst, wie das jetzt hier aussieht. Und befestigt wird das Ganze mit diesem Clip. Und danach muss das Ganze einfach nur noch einwirken. Nach der Einwirkzeit kann ich den Clip wieder entfernen und auch das Pad. Du siehst, ich reibe das hier quasi noch so ein bisschen ab. Und danach hat sich wirklich alles vollständig und gut bei mir gelöst. Und der Nagel schaut ganz normal aus wie vor dem Dippen. Ich entferne jetzt noch leichte Rückstände mit der Feile. Das ist einfach nur so, ja, ganz, ganz vorsichtig und leicht. Mit der Feile gehe ich da nur lang, weil es noch so ein bisschen klebrig ist. Aber ansonsten hat sich hier schon alles vollständig gelöst. Dann gehe ich bloß nochmal mit einer trockenen Stilette drüber und so schaut mein Nagel aus. Ganz normal, wie gesagt, wie vorher. Auch die Haut ist alles super drumherum. Hier ist nichts irgendwie beschädigt oder so. Das denken auch immer viele. Sieht wirklich super aus wie vorher. Du hast gesehen, wie einfach diese Anwendung ist und vor allem hast du wirklich wochenlang wunderschöne Nägel, richtig schön verstärkt. Das Ganze ist wie gesagt super easy und einfach, macht unheimlich viel Spaß. Also ich kann es dir nur empfehlen, wirklich einmal zu testen. Solltest du noch weitere Fragen zum Thema Dipping Set haben, schreib mir das unten in die Kommentare. Ich versuche alles so gut wie es geht zu beantworten und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bleib schön gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!